Wir sind jetzt hier am Zürich Filmfestival. Es sind ganz viele Journalisten. Und es sind natürlich alle unglaublich aufgeregt auf den Auftritt von Victor Jacobo, vom absoluten Mogul vom Schweizer Film. Und wir sind jetzt gespannt, mit wem er heute oben über den grünen Teppich hier zur Opening Night vom Zürich Filmfestival kommt. Mr. Giacomo! Giacomo! Hier! Er ist so eine coole Sau, oder? Mr. Giacomo! Geht mal auf die Seite hier! Geht mal auf die Seite! Mr. Giacomo! Herr Giacomo! Mr. Giacomo! Mr. Giacomo! Do you like Zürich? Ja, ich bin natürlich nicht so viel in Zürich in letzter Zeit, weil ich bin viel mehr in L.A. Joburg, oder? Und weil da komme ich eigentlich nur an, weil jetzt mir die sehr viel Geld zahlt haben zum Dahnen. Ah, und haben Sie auch neue Projekte? Ja, ich habe sehr viele neue Projekte. Also ich lese sehr viele Drehbücher, sehr viel Schlechtes darunter. Und wobei das Hauptprojekt ist ja, weiß nicht, was Sie sind, Sie sind nicht informiert, oder? Nein, keine Ahnung. James Bond schon. James Bond, kenne ich nicht. Ja, doch, die habe ich willen, aber auch schlechte Drehbücher habe ich abgesagt. Dürfen wir eine indiskrete Frage stellen, Frau Isabella Schmid und Sie? Nein, nicht mit mir. Ich bin ja Journalist hier. Du. Ach, das Begriff haben wir abgemacht vorher. Also, Frau Schmid und Sie, sind Sie das neue Glamour-Paar von der Schweizer Filmszene? Ja, also zumindest unsere Agenten sagen das. Wir sind ja beide barlos gewesen und dann haben unsere Agenten gefunden, es langt jetzt, Isabella. Wir haben gesagt, 5 Sekunden. Wobei, es ist ein bisschen alt für mich. Frau Schmid, was haben Sie so für Projekte, filmmässig? Also ich habe extrem viel. Danke vielmals. Und was ist die Idee von Ihrem neuen Spiel? Das ist einfach eine grosse Geschichte, die ich einfach noch nicht viel darüber kann sagen kann. Aber es ist eine sehr internationale Produktion, da sind alle dabei, da sind gut. Beim Brad und bei der Angelina müssen wir jetzt schauen, dass wir vielleicht Ersatz finden. An mich hätten Sie da jetzt weniger gedacht, offensichtlich. Weil ich bin nicht nur als Journalist gut, aber ich habe eben auch schauspielerisches Talent. Ich weiß ja, was Sie machen. Ich bin ja in der Schweiz bin ich ja für angefragt worden, auch für den Bestatter. Oder? Aber es war ein schlechtes Drehbuch und auch die Figur hat mich gar nicht interessiert. Und es hat es dann jemand anderes übernommen. Bestatter, schon gesehen. Noch eine andere Frage. Hätten Sie vielleicht noch ein Billett für mich? Könnt ihr ja. Das Billett kann ich nicht, aber gönnen Sie sich doch eine Bratwurst kaufen im Sternengrill. Ist auch schön.